Ja, in den letzten Tagen ist in der Tat richtig viel passiert in Berlin. Die Ampel hat Maßnahmen ergriffen, die in der Tat geeignet sind, die Energiepreise für die Endkunden zu erhöhen. So wurden unter anderem die im Volksmund CO2-Steuer, also die Mehrbelastungen aus dem BEHG, von 40 Euro pro Tonne, wie zunächst geplant, auf 45 Euro pro Tonne CO2 angehoben. Und der Zuschuss zu den Übertragungsnetzen in Höhe von 5,5 Milliarden Euro wurde ersatzlos gestrichen. Normalerweise müsste man ja davon ausgehen, dass diese Erhöhungen an die Endkunden weitergeleitet werden. Da habe ich aber als Geschäftsführer der Stadtwerke Bad Bramstedt gute Neuigkeiten. Die Stadtwerke Bad Bramstedt bleiben ihrem Versprechen treu und werden diese Zusatzbelastungen nicht an die Endkunden weitergeben. Es bleibt bei den Preisen, die wir Mitte November zum 01.01.2024 kommuniziert haben. Das sind richtig gute Nachrichten für Sie, unsere Kunden, rechtzeitig zu Weihnachten. Die zeigen, dass wir es mit der Daseinsvorsorge sehr ernst nehmen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen gesegnete Weihnachten und kommen Sie gut ins neue Jahr 2024. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.